Gottfried, herzlich willkommen zu unserem großen Staatenbund Österreich-Treffen. Freut mich, dass so viele Leute heute gekommen sind. Also mit 200 haben wir gerechnet, aber wir sind jetzt, glaube ich, weit mehr. Okay. Ja, also voriges Jahr, am 26. Oktober, haben wir aus der Mitte des Volkes am Grazer Hauptplatz den Staat Steiermark feierlich ausgerufen. Und wir haben den Weg halt begonnen und wir haben eigentlich vorgehabt, das Ganze in einem Jahr zu errichten. Und wir können wirklich stolz sein, weil wir haben alles geschafft. Also. Ja, es wurde dann am 2. November ja der Staat Salzburg bereits gegründet, am 11. November der Staat Burgenland und auch am 11. November der Staatenbund Österreich. Und somit haben wir das Landrecht dort schon gehabt, auf Österreich, so wie es heute ist. Dann wurde am 6. Jänner der Staat Kärnten errichtet, am 10. Jänner der Staat Oberösterreich, den wir ja dann noch einmal neu gegründet haben, weil ja der ein halbes Jahr stillgestanden ist, weil wir halt da Menschen gehabt haben, die halt leider, ja, wie soll man sagen, hinterm Baum gesessen sind und Angst gehabt haben, aber das ist auch menschlich, das gehört auch dazu. Den haben wir dann, glaube ich, am 20. Juli, gell? Wisst ihr das genau? Ja, 20. Juli haben wir das dann neu errichtet. Dann haben wir weitergemacht am 7. März mit dem Staat Tirol. Dann am 28. Mai den Staat Niederösterreich der Herzen. Dann haben wir am 15. August haben wir den Staat Wien gegründet. Und am 8. Oktober den Staat Vorarlberg. Somit haben wir alle Völkerrechtsobjekte errichtet im Staatenbund Österreich. Und seit 26. Oktober 2016 um 21.44 Uhr sind wir ein absolut souveränes, unantastbares Völkerrechtsobjekt. Und Österreich ist erstmals in seiner Geschichte wirklich frei. Bravo! Wir haben ein Regelwerk erstellt. Das Regelwerk ist sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Es ist eigentlich ein Regelwerk, das man schon für die ganze Welt verwenden kann und eine riesengroße Veränderung herbeiführen wird auf der ganzen Welt. Und dieses Regelwerk ist quasi unsere Verfassung. Wir wollen uns ja auch von den alten Begriffen verabschieden. Und somit darf ich euch jetzt noch feierlich dieses Regelwerk noch einmal vortragen. Das Regelwerk, unsere Verfassung. Dieser völkerrechtliche Akt ruht auf dem Rechtsstand aller souveränen Menschen des Rechtsobjektes Staatenbund Österreich durch ihre nachgewiesene Rechtfolge aufgrund ihrer Abstammung, bewiesen in einem Feststellungsverfahren nach international gültigem Völkerrecht. Artikel 1, der Geltungsbereich. Urkunde der Ausrufung, Gesetz Nummer 1 und Dekret Nummer 1. Am 11. November 2015 erfolgte die Ausrufung und die Einsetzung der verfassunggebenden Versammlung für das Völkerrechtsobjekt Staatenbund Österreich aus der Mitte des österreichischen Volkes in den rechtwirksamen Stand. Die Ausrufung und die Einsetzung wurde mit dem Gesetz Nummer 1 und dem Dekret Nummer 1 bekannt gegeben. Das entstandene Völkerrechtsobjekt besteht aus dem Gebiet in den Grenzen von 11. November 2015 nach ISO 3166-2 AD für Österreich.
Dieses Gebiet ist der Geltungsbereich der verfassunggebenden Versammlung und gleichermaßen des Völkerrechtssubjektes Staatenbund Österreich. Unter dem Dach des Staatenbundes Österreich haben sich folgende Staaten versammelt: Staat Burgenland, Staat Kärnten, Staat Niederösterreich, Staat Oberösterreich, Staat Salzburg, Staat Steiermark, Staat Vorarlberg, Staat Tirol und Staat Wien. Mit dem Auftrag, den gemeinsamen Rechterahmen, die völkerrechtlich unantastbare Aktivierung der selbstverwalteten Gemeinden, die Binnenwirtschaft, die Außenbeziehungen in Form von aktiver Friedensdiplomatie zum Wohle aller souveränen Menschen in den neuen souveränen Staaten zu errichten. Diese souveränen Menschen befinden sich in den jeweiligen Völkerrechtssubjekten Staat Steiermark, Staat Burgenland, Staat Kärnten, Staat Niederösterreich, Staat Oberösterreich, Staat Salzburg, Staat Vorarlberg, Staat Tirol und Staat Wien im Rechtsstand des souveränen Menschen und sind somit auch die Rechteträger des Völkerrechtssubjektes Staatenbund Österreich, welches hiermit aufgerichtet ist. Rechtssatz hierzu: Das völkerrechtliche Subjekt bestand und besteht durch seine legitimen, souveränen Menschen und deren der Rechtfolge, welche ihrerseits ihre unveräußerlichen und unauflöslichen Rechte aus dem völkerrechtlichen Subjekt ziehen. Die Gemeinschaft der Rechteträger dieser verfassunggebenden Versammlung für das Rechtssubjekt Staatenbund Österreich beginnt am 11. November 2015 um 12 Uhr Ortszeit mit der Konstituierung aller dem Rechtssubjekt zugehörigen Bestandteile und Einrichtungen. Staatenbund Österreich, die verfassunggebende Versammlung, vertreten durch den Versammlungsrat. Originalgründungsurkunde Staatenbund Österreich vom 11.11.2015. Das Landrecht haben die souveränen Menschen des Staatenbundes Österreich. Artikel 2. Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Das Staatsvolk sind die lebenden souveränen Menschen. Das Staatsgebiet erstreckt sich auf Österreich, so wie es heute ist, und alle neuen Staaten nach ISO 3166-2AD. Die Staatsgewalt geht in einer direkten Demokratie vom Volke, den lebenden souveränen Menschen, aus. Artikel 3. Ethik, Moral und Liebe. Jeder Mensch hat den Anspruch, in Freiheit, Liebe, Freude, Glück, Wohlstand, Respekt, Würde, Achtsamkeit und Wahrheit auf Mutter Erde zu leben und seine Lebensaufgabe zu verwirklichen. Wir verfügen für uns, dass jetzt nur mehr die Naturgesetze gelten. Das Völkerrecht, wo es nicht dem Naturgesetz widerspricht, wird anerkannt, da wir wissen, dass einige Regeln notwendig sind, um das Zusammenleben zu erleichtern, werden wir diese akzeptieren, rein freiwillig natürlich. Anordnung des all-einen Schöpfers. Hier und jetzt entscheiden nur mehr die souveränen Menschen in diesem Land, da die Firma Republik Österreich und sämtliche Länder, die eine Zentralbank hatten, sich im Rechtsbankrott befinden. Das Sklavensystem ist beendet und zwar für immer und ewig. Die Rückkehr zu anerkannten Werten wie Wahrheit, Reinheit, Freiheit, Glück, Freude, Wohlstand und Liebe für alle Lebewesen ist verfügt. Hier und jetzt manifestieren wir, dass alle Menschen in Österreich und auf der ganzen Erde die juristische Person, den bürgerlichen Tod abgelegt haben und jetzt wieder göttliche Wesen in Menschengestalt bewusst hier sind. So ist es jetzt. Niemand hat das Recht, sich über den Schöpfer und die Schöpfung zu erheben. Alle Lebewesen, Menschen und Tiere, sind göttliche Geschöpfe und haben somit die gleichen Rechte wie jedes andere Lebewesen. So ist es, es ist wunderbar. Jetzt entscheiden die souveränen Menschen, dass unsere Treuhandkonten freigegeben werden und wir darüber sofort verfügen können. Welch grenzenlose Freude! Wir sind und waren ausschließlich die Begünstigten unseres Treuhandvermögens, das wir bei unserer Geburt von unserem Schöpfer geschenkt bekommen haben. Wir als Schöpfer ordnen an: Alle Schulden sind erlassen und gelöscht. Alle Banken, Spielcasinos und Börsen sind sofort zu schließen
und werden nicht mehr geöffnet. Die Lizenzen werden entzogen wegen schweren Betruges und des Verrats an der Menschheit. All diese Gebäude werden zum Wohle aller genutzt. Es wird in jedem Land, Staat ein Haus der Schöpfung eröffnet, das uns souveränen Menschen gehört und die Danknoten je nach Bedarf selber schöpft. Alle sogenannten Ämter und Behörden sind sofort zu schließen. Sämtliche Gerichte, Staatsanwaltschaften und die gesamte Justiz hat ihre Arbeit sofort einzustellen. Die Polizei und das Militär dienen ab heute nur mehr der Menschheit. Sie sind für Freiheit, Sicherheit und Ordnung zuständig und arbeiten in Liebe zum Wohle aller Menschen. Das Schießen mit Laserpistolen auf Menschen ist ausdrücklich untersagt. Es widerspricht der Ehre eines Polizisten, für solche Tätigkeiten missbraucht worden zu sein. Die Polizei und das Militär haben für den Übergang in das goldene Zeitalter für Ruhe, Frieden und Ordnung die Verantwortung. Die Weltbrandstifter sind sofort zu verhaften. Der Vatikan, die City of London und Washington DC sind aufgelöst. Alle Religionen sind aufgelöst. Alle Gebäude, einschließlich die des Vatikans und das gesamte Vermögen der Religionen, sind ab sofort im Eigentum der freien Menschen. Internationaler Währungsfonds, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, FED, Sozialversicherungskassen, Versicherungen aller Art und sämtliche Zentralbanken sind aufgelöst. Das gesamte Vermögen dieser Institutionen ist jetzt im Eigentum der freien Menschen. Das Handelsrecht, das Seerecht und das Wirtschaftskartellrecht sind aufgelöst und wird für diese Bereiche, wo es erforderlich ist, neu definiert bzw. umgeschrieben, damit nie wieder Missbrauch damit möglich ist. Sämtliche Kriege der sogenannten Eliten, die waren und nur ihren eigenen Interessen gedient hatten, sind sofort zu beenden. Die Blutspur der Millionen unschuldiger Lebewesen, Mensch, Tier und Natur war genug gewesen und darf jetzt in die Heilung gehen. Jeder Hass, Wut, Neid, Gier, Lügen, Korruption, Ausbeutung, Sklaverei, Krieg, Mord, Missbrauch, Missgunst, Eifersucht, Diebstahl, Folter, Gefängnisse, Steuer, Besteuerungen, Versicherungen, Stimmabgaben, Wahlkampf, Wahlurne, Wahlzelle und Wohnhaft waren genug gewesen. Das Vermögen der Eliten, die waren, ist im Eigentum der souveränen Menschen. Die Europäische Union ist aufgelöst. Alle Regierungen sind aufgelöst. Alle Parlamente sind aufgelöst. Alle Firmen, die vorgegeben hatten, Ämter zu sein, sind aufgelöst. Die Stromankonten sind rückgängig zu machen und wertzustellen. Alles Vermögen ist den Menschen zurückzugeben. Da ausreichend Geld auf den Stromankonten vorhanden ist, gilt jede Schuld als erloschen. Die souveränen Menschen, die bisher Geschädigten, verzichten auf Schadenersatzforderungen, da durch das Treuhandvermögen ausreichend Geld für alle vorhanden ist. Fülle für alle. Die Definition juristische Person bürgerlicher Tod ist aufgehoben. Jede Besachwalterung und Zwangspsychiatrierung ist aufgehoben und für immer verboten. Jede illegale Zwangsversteigerung wird rückgängig gemacht und die Opfer sind zu entschädigen. Es gibt hier keine Verjährungen. Alle Gefängnisse werden in Therapiezentren umgewandelt. Die Zeit des Kopfgeldes ist vorbei. Wegen Schulden, die es nicht mehr gibt und nie gegeben hat, darf niemand belangt werden. Alle illegalen Schuldsprüche und Inhaftierungen sind rückgängig gemacht. Alle Gebäude und Strukturen, inklusive der darin arbeitenden Menschen, werden im Dienste für alle Menschen wieder eröffnet. Alle Tätigkeiten dienen ab sofort nur mehr der Einheit der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Umwelt und Mutter Erde insgesamt. Die Elemente Wasser, Luft, Erde und Feuer sind Erbe aller Lebewesen immer schon gewesen. Das ist die Welle der grenzenlosen, reinen, vollkommenen Liebe. In Ewigkeit jetzt. Artikel 4. Ansprüche und Pflichten des Rechteträgers, des Staates, des Staatenbundes und der Heimatgemeinden.
Herzensbildung und freies, natürliches Lernen, Gesundheit, Heilung und Frieden, eine faire Rechtsordnung, wo Recht und Gerechtigkeit herrscht, Schutz vor Unrecht, Wohlstand, Friedenswirtschaft und Grundauskommen, natürlich-biologische Lebensmittel, nachhaltige Produktion, Wirtschaft und Infrastruktur, Unverletzlichkeit des Hausrechts, außer bei Gewaltverbrechen. Artikel 5, Grundpflichten des Staatenbundes, Infrastruktur und freie Energie für alle, Außenhandel, Zoll, gesetzliches Zahlungsmittel, bedingungsloses Grundauskommen, Friedensarbeit, Neutralität, Grenzschutz, Erstellung eines allgemeingültigen Gesetzbuches, Hausverstandbuches, Schutz der souveränen Menschen vor Chemikalien und anderen schädlichen Produkten, die die Gesundheit der Menschen gefährden würden. Artikel 6. Aufbau des Staatenbundes, der einzelnen Staaten und der Gemeinden. In den Gemeinden wird direkte Demokratie gelebt. Die Diener des Volkes, Bürgermeister, Stellvertreter, Kassier und Schriftführer, arbeiten mit dem Versammlungsrat der Gemeinde so lange zusammen, wie sie es möchten, beziehungsweise so lange, wie das Vertrauen der Menschen in der jeweiligen Gemeinde besteht. Vertrauenskundgebungen geschehen durch Zusammenkünfte der souveränen Menschen. Experten können auf Wunsch herangezogen werden. Gemeindevertreter werden in die einzelnen Staaten entsandt, wo sie mit dem Waisenrat der Staaten gemeinsam Entscheidungen treffen und diese dann in den Gemeinden umsetzen. Auch hier werden auf Wunsch Experten herangezogen. Im Staatenbund treffen sich die Waisenräte, 4 von jedem Staat, und die im Artikel 5 angeführten Grundpflichten zu erfüllen. Experten werden auf Wunsch herangezogen. Alle Waisenräte haben beratende Tätigkeiten und verlieren diese, wenn sie vorsätzlich zum Schaden des Staates oder des Staatenbundes und der souveränen Menschen handeln. Die Präsidentin ist nicht abwählbar, besitzt Immunität und alleiniges Vetorecht. Waisenräte sind mit dem Göttlichen verbunden, das Göttliche steht an erster Stelle und sie agieren ausschließlich zum Wohle aller Menschen. Und jetzt gibt es keine Fragen am Schluss dann. Jetzt gebe ich euch das Endergebnis bekannt. Das Endergebnis von ganz Österreich hat eine 99%ige Zustimmung ergeben. Also eigentlich überwältigend. Also mit dem haben wir gar nicht gerechnet, aber es ist echt spitze. Trotzdem eine Frage. Jetzt gibt es keine Fragen, Schuster. Es steht im letzten Artikel, Monika aus dem Hause Ungarn ist Präsidentin nicht abwählbar. Besitzt Wer sind Sie bitte? Immunität. Wer sind Sie? Und Wer sind Sie? Alleiniges Veto. Ich habe Ihnen gerade gesagt, die Fragen beantworten wir am Schluss. Warum ist das so? Vom Volk heraus, ja? Ich bin Volk. Bist du im Staatenbund Österreich eingeschrieben? Nein, es war nur eine Frage. Genau. Wir werden das am Schluss beantworten. Ich würde mich lebend melden, ja? Ja, okay. Ja, ich kann das jetzt schon erklären. Das Ganze ist ja auch von mir ausgegangen und ich weiß ja, mit was wir da zu tun haben, gell? Und ich weiß, mit welchen Mächten wir da zu tun haben, und das wäre zum Beispiel schon bei uns passiert in Oberösterreich. Jetzt haben wir am 10. Jänner einen Staat Oberösterreich gegründet und jetzt tun die Herrschaften da draußen nichts mehr und jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich hätte dort gar nicht mehr eingreifen können, wenn ich nicht ein alleiniges Vetorecht gehabt habe. Somit konnte ich dort eingreifen und konnte den Versammlungsrat einfach neu wählen.
Das wäre schon, dieser Staat wäre für uns schon erledigt gewesen, hätte nichts mehr tun können. Und genau deswegen braucht man diese Dinge, aber ich werde diese Dinge bestimmt nie missbrauchen. Und wer mich kennt und wer diesen Weg kennt, den wir gegangen sind, der, glaube ich, hat kein Problem damit. Weil wir eben, wenn man Angst haben muss, weil das immer alles missbraucht worden ist. Aber wir gehen ja jetzt in die Liebe, wir gehen ja jetzt ins Vertrauen. Und es ist so, dass wir ja etwas ganz etwas Neues geschaffen haben, was ja jetzt zum Wohle aller Menschen ist. Und ich habe das Ganze eigentlich mit meinem Team aufgebaut und geschaffen. Und jetzt glaubt ihr nicht, dass ich jetzt auf einmal genau das Gegenteil machen werde. Das wird sich sicher nicht geben. Gell? Also wer mich kennt, da war ich los. Aber bitte die Fragen jetzt am Schluss, weil du hörst meinen ganzen Vortrag. Weiter durch. Ich habe nur eine Ausnahme gemacht, gell? Gut. Ich möchte gerne ein bisschen zurückgehen, damit sie ein bisschen besser Bescheid wisst. Ich habe gesehen, es sind auch sehr viele neue Gesichter heute da. Deswegen möchte ich ein bisschen ausholen. Die Zweite Republik Österreich war ja die Fremdverwaltung der Alliierten. Und das, was der Leopold Figl damals gesagt hat, Österreich ist frei, haben wir ja gesagt, fällt unter Haager Landkriegsordnung, Artikel 24, Kriegslisten sind erlaubt. Also diese Fremdverwaltung der Alliierten hat uns eigentlich 71 Jahre lang angeklagt. Alle miteinander. Weil sie haben uns gesagt, wir sind ein freier Staat. Republik Österreich ist ein Staat und wir sind alle frei. Was von Anfang an gelogen war, weil das von Anfang an ein Firmenkonstrukt war. Und all die Gelder, egal ob das jetzt der Steuern und Abgaben waren oder Sozialversicherungsbeiträge, sind in private Taschen geflossen und nicht in unserem Land geblieben. Und jetzt haben wir das Ganze beendet. Ab heute sind wir ein souveräner Staat. Das heißt, wir sind keine verfassungsgebende Versammlung mehr, sondern wir sind jetzt ein souveräner Staat und wir sind jetzt definitiv aus dem Besatzungsstatut draußen. Das heißt, die UNO hat unverzüglich Wien zu verlassen. Das werden wir ja auch schriftlich mitteilen. Und die UNO hat ja ihre Existenzberechtigung, gell, nur aufgrund dieses Kriegszustandes, immer noch mit dem Deutschen Reich. Gell. Und das Ganze haben wir jetzt dann mit unserem neuen Staat alles abgeschlossen und beendet. Und wir wünschen der UNO viel Glück, aber nicht mehr in Österreich. Auf Wiedersehen. Alle Verträge, die mit dem Verein Europäischer Union geschlossen wurden, werden ab sofort für nichtig erklärt. Wir haben ja am 21. Juli alle sogenannten Ämter und Behörden der Republik Österreich bereits verstaatlicht. Es sind damals 4703 Briefe rausgegangen. Und wir haben ja zwei Wochen später dann 4773 Banken verstaatlicht. Das hat ja alles schon stattgefunden. Und somit sind wir jetzt der neue Gesetzgeber in diesem Land. Und wir haben das Landrecht, also so wie es halt Österreich heute ist. So, und somit haben wir uns unser Heimatland Österreich wieder zurückgeholt.
wie sie sich gehört, was unsere Großeltern, aber auch unsere Eltern aus der Schutt und Asche wieder aufgebaut haben, was sie ja alles privatisiert gehabt haben, haben wir jetzt alles wieder verstaatlicht und alles wieder zurückgeholt. Und ich habe gestern zufällig eingeschaltet gehabt, das Maybrit Illner im Fernsehen und habe dazugehört, wie sie über die Deutsche Bank gesprochen haben und wie sie wieder die Menschen belogen haben. Das reine Spielcasino haben sie betrieben, diese Banken. Und jetzt tun sie so, wie wenn sie jetzt uns Menschen wieder zuwenden würden sich. Und auf der anderen Seite spekulieren sie gleich weiter. Das ist echt ein Trauerspiel. Auf der anderen Seite haben sie wieder eingeschaltet, haben sie dann zack, den Wahlkampf zwischen der Hillary Clinton und dem Donald Trump. Und haben sie wirklich, der Markus Lanz hat eine super Reportage gemacht über Amerika und hat gesagt, 1% der Reichen und die 99% Rest und dass auch die Mittelschicht komplett schon verschwunden war und dass die teilweise wirklich in Slums leben, nur herumlungern, weil sie überhaupt keine Beschäftigung haben, die Menschen, auch nicht anerkannt werden, gar nichts. Die Polizei geht mit massiver Gewalt gegen die Menschen vor und ich muss echt sagen, ich bin wirklich froh, dass wir das in Österreich stoppen konnten, weil das Gleiche wollten sie auch mit Österreich veranstalten, diese Globalisierung. Ich möchte jetzt ganz kurz an Jakob übergeben. Einen wunderschönen Abend. Mein Name ist Jakob aus der Familie Stückenschweiger. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Land- und Forstwirt, kaufmännischer Angestellter in der Privatindustrie, bin Maurer, Zimmerer und etwas Dachdecker. Und war mal angestellt im Innenministerium Bundesgendarmerie. Ich hatte die Ehre, um es gleich einzuleiten, unsere liebe Präsidentin, die Monika aus der Familie Junger, hat mich vor einiger Zeit angesprochen und hat mir ihr Vorhaben aufgezeigt. Und als sie dann auf ihre Art und Weise mir aufgemacht hatte, dass nur aus der Mitte des Volkes es möglich ist, einen Staat auszurufen und diese Ausrufung des Staates ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns vom alten System total lösen können. Und das hat sie erkannt und ich darf sagen, sie hat sich Gedanken darüber gemacht und sie war wirklich eine längere, ich kenne sie schon länger, und sie hat sich die Mühe gemacht, Hintergrundwissen sich anzueignen und es war die einzige Möglichkeit, die wir vorgefunden haben, Österreich aus dieser Misere der jetzigen Politik wegzukommen und wirklich wieder in eine souveräne und in eine vorbildliche menschliche Ebene zu gelangen. Liebe Monika, ich möchte mich einmal bei dir bedanken, dass du erkannt hast, dass nur mit der Ausrufung des Staates aus der Mitte des Volkes es möglich war, noch vor ein paar zwei Tagen, dass du dich davon mit diesem deiner Ausrufung dich von der UNO trennen konntest, in weiterer Folge auch von der Europäischen Union. Und was jetzt auch noch passiert ist, ist, dass Österreich, wie sie es vorher gesagt hat, tatsächlich ein freies Land ist, weil wir jetzt ab sofort nicht mehr der UNO bzw. dem Den Haag, der Haager Landkriegsordnung unterstehen. Wir sind wirklich ein freies Land und das ist ihr Werk. Das ist das Werk der Monika aus der Familie Unger und sonst von niemandem.
Die Monika hat sich natürlich Gedanken darüber gemacht, über viele Dinge, die in Österreich nicht mehr richtig gelaufen sind. Und das konnte sie nicht mehr länger ertragen. Und deswegen hat sie sich entschlossen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, an euch zu wenden, an euch alle. Und ich möchte mich einmal bei euch allen bedanken, dass ihr heute so wirklich zahlreich hier erschienen seid. Ich darf sagen, ihr alle seid Mitpioniere für unser wunderschönes Land Österreich, wie sie schon gesagt hat, dass wir aus der Mitte des Volkes bzw. von unseren Eltern und Großeltern aufgebaut worden ist, aus dem Schutt und der Asche des Zweiten Krieges. Und wir können stolz auf Österreich sein, dass wir dieses Land noch haben. Es war der richtige Zeitpunkt, dass die liebe Monika das gemacht hat, denn viel länger hätte man nicht mehr warten brauchen, weil sonst wäre der Verrat tatsächlich gelungen. Und das ist jetzt abgestellt worden. Dankeschön, liebe Monika. Das war wieder, ich kann nur noch einmal sagen, dein Werk. Ich kann dir nur gratulieren und mich noch einmal bedanken. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du dein Werk weiterführen wirst. Und wir werden dich natürlich unterstützen und dich begleiten, solange du uns brauchst. Dankeschön nochmal. Wir haben in Österreich eine wunderbare Kultur. Man hat diese Kultur mit Füßen getreten. Man hat das Schulwesen mit Füßen getreten. Man hat die Landwirtschaft mit Füßen getreten. Man hat die Umwelt mit Füßen getreten. Und die Monika hat gesagt, auch hier werden wir nicht mehr zusehen. Und wir werden dafür sorgen, dass diese ganzen Vorhaben bzw. Vorkommnisse abgestellt werden. Denn wir werden nicht zuschauen, dass unsere biologischen Lebensgrundlagen vernichtet werden, dass wir vergiftet werden, dass wir nicht einmal mehr im Schulwesen schon ein Manko haben, wie sie es ja schon öfter aufgezeigt hat. Wir haben die Schulen, die Stettinin-Schulen, die sie selbst schon in Angriff genommen hat. Da wird aber die Monika euch noch einiges erzählen. Ich kann euch nur bitten, werdet jetzt munter, werdet jetzt wirklich massiv munter und lasst euch jetzt von der ganzen Politik nicht mehr beeinflussen. Sie sind diejenigen, die bis jetzt nur mit der Angst, mit der Psyche des Menschen gearbeitet haben. Es ist wirklich nicht fair gegen ein Volk, wo das Volk der Politik das Vertrauen schenkt und die machen dann Politik gegen das Volk und gegen das Land. Ich glaube, das können wir nicht mehr länger dulden. Und darum würde ich euch bitten, dass ihr aber bitteschön immer wieder nur mit einer Liebe, mit einer Herzlichkeit, mit einer Offenheit und Wahrheit denen Menschen der Politik auch gegenüberzutreten und sie direkt zu sagen, entweder sie machen Politik für das Land, für das Volk oder sie mögen aufhören, sie mögen nach Hause gehen, weil jetzt ist es eh zu Ende. Und das Einzige, was jetzt war, jetzt komme ich auf zu Monika zurück, es wäre sonst ein bisschen ein Widerspruch. Sie war die Einzige, nachdem sie nicht aufgehört haben, dass sie gesagt hat, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Und der Weg ist das Tor zur Freiheit. Dieser Weg ist der einzige, den wir gehen dürfen und den wir gehen sollten und den wir gehen müssen. Durchgehen müsst ihr alle selbst. Wir können euch das nicht vorgeben. Ihr selbst entscheidet für euch, eure Familien, für eure Kinder, für eure Bekannten, Verwandten und für unsere ganzen Menschen in Österreich und darüber hinaus. Ihre ganze Vorgangsweise ist beispielführend weit über die Grenzen hinaus. Und darum, bitteschön, macht jetzt eure Herzen auf und unterstützt dieses Projekt. Ihr werdet sehen, ihr habt sie gemerkt, nur mit dieser Liebe, mit dieser Herzlichkeit, mit dieser Offenheit und mit dieser Wahrheit haben wir etwas erreicht und da können Sie ja alle stolz sein. Ich bedanke mich bei euch und ich werde dann später noch etwas sagen, aber jetzt lasse ich die Monika wieder weitersprechen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich sage auch ein herzliches Danke
weil wenn ihr alle miteinander das Ganze nicht mitgetragen hättet, dann waren wir halt nicht da, wo wir sind. Also auch von mir ein herzliches Danke für euer Sein und euer Wirken, dass das Ganze auch entstanden ist. Es ist auch eine eigene Internetzeitung bereits entstanden, die Österreich-Rundschau, www.österreich-rundschau.at. Schaut bitte immer rein, der ist wirklich sehr schön und sie berichtet objektiv, gell? Nicht so wie die Massenmedien, und ärgert sich nicht über den Blödsinn, was die oft zusammenschreiben. Und ja, es freut mich, dass der Innenminister Sobotka uns wahrnimmt, dass sie endlich munter geworden sind, dass sie es wahrgenommen haben. Er will jetzt etwas bekämpfen, wo es eigentlich schon zu spät ist, weil er hat bis 26. Oktober um 21.40 Uhr Zeit gehabt. Jetzt ist vorbei, gell? Und er kann jetzt Gesetze schreiben, was er will, die betreffen uns nicht mehr. Wir sind jetzt im Völkerrecht. Gell? Und weil das Ganze so von der Herzlichkeit ausgegangen ist, also mit Liebe, mit den ganzen Gefühlen, da ist kein böses Wort gefallen, da sind keine Drohungen gefallen, da war keine Gewaltandrohung, nichts da, konnten sie absolut nichts machen, okay? Weil alles friedlich abgelaufen ist. Deswegen habe ich immer gesagt, geht nicht auf die Straßen demonstrieren, das bringt alles nichts. Wenn man auf die Straßen geht, demonstrieren, dann schicken sie uns wieder ein paar Vermummte, die ein paar Cocktails schmeißen, und schon kann man wieder auf das Volk einklopfen. Das sind alles Geheimdienstmethoden, die schon uralt sind und die überall auf der Welt stattgefunden haben. Und wenn man das Ganze beobachtet, dann macht man die gleichen Fehler nicht noch einmal. Also wir haben alles richtig gemacht und sie haben bis jetzt nichts gefunden. Und jetzt müssen sie neue Gesetze schreiben, damit sie irgendwas erfinden können. Also es ist echt arg, muss ich sagen. Es ist so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt hat gegen meine ehemalige juristische Person wegen Hochverrat, wegen staatsfeindlicher Verbindungen, Vorbereitung zum Hochverrat, also diese Gesetze, was angeblich nicht mehr geben würde, 40 Jahre, haben sie sehr wohl ermittelt gegen mich, Amtsanmaßung, und rausgekommen ist dann, dass das Ganze alles laut Paragraph 190 Absatz 1 StPO eingestellt wurde. Also die ganze Staatsgründung ist legal. Ja, und der Herr Innenminister kommt ja wieder aus einer Bank raus, nicht? Aus der Raiffeisenkasse, wie wir wissen. Der Schelling kommt aus der Volksbank, der Josef Bröll ist aus der Raiffeisenkasse gekommen. Wir wissen, es sind alles die Bankangestellten, was da immer aktiv sind. Okay? Aber ja, ist halt so. Jetzt hat er heute wieder irgendwas angedroht, irgendein Paragraphen, dann haben wir schon wieder müssen lachen. Es ist nur wieder die Menschen einzuschüchtern. Weil sie arbeiten ja nur mit der Angst, nicht? Wenn sie ja wieder Angst haben, dann haben sie gewonnen, gell? Angst geht es ja nicht hin dort, weil das sind ja, ist ja Sekte, das sind ja Radikale, jetzt sind wir schon Rechtsradikale, um Gottes Willen, was wir mit dem zu tun haben sollten, weiß ich nicht, wir sind eigentlich nur friedliche, souveräne Menschen, wir wollen alle nur in Freiheit leben, wir haben noch nie irgendjemandem etwas getan, gell? Keiner von uns. Und ich habe sogar einen Anruf gekriegt von einem Spiegelreporter. Und zwar war das, wann sind wir von Salzburg heimgefahren? Am 20. gell? Am 20. Oktober. Und dann sagt er zu mir, ob ich halt den kenne in Deutschland, der da angeblich ein paar Polizisten erschossen hat. Sag ich, nein, den kenne ich nicht. Ob wir mit denen in Verbindung stehen, sag ich, nein, wir haben mit Deutschland nichts zu tun. Wir sind der Staatenbund Österreich. Ja, dann hat er mich gefragt, ja, wie ich zu Gewalt stehe. Habe ich gesagt, ich halte von Gewalt gar nichts, habe ich gesagt, weil wir gehen den Weg der Wahrheit, des Lichtes und der Liebe. Und wenn man Gewalt aussendet, dann erntet man auch wieder Gewalt. Habe ich gesagt, das ist das Resonanzgesetz. Dann war er aufgelegt, dann ruft er noch einmal an
Und sogar wie ich mir das erklären kann, derjenige hätte eine Lebendmeldung, so wie wir sie von unserem Staat ausstellen. Und nur wie gesagt, Sie wissen genau, im Zeitalter des Internets ist es überhaupt kein Problem heutzutage, dass die Menschen zu gewissen Unterlagen kommen, okay? Und aufgelegt. Und dann am Abend ist dann eben auf Puls 4 dieser Bericht gekommen, wo sie das Video rausgenommen haben von uns, wo ich halt sage, dass ich draufgekommen bin, dass die Republik Österreich quasi nur ein Unternehmen ist und das acht Banken gehört. Also, und dann weiter haben sie es eh nicht mehr spülen traut, weil dann war nämlich gekommen, dass es eine Staatssimulation sind, das haben sie schon ausgeschnitten gehabt. Und dann haben sie sofort, ja, dann haben sie sofort die Reichsbürger eingeblendet, nicht, für Deutschland, so quasi, und das Schussattentat da. Also sie wollten uns mit dem unbedingt in Verbindung bringen, dass wir quasi Radikale sind. Nicht? Und die ganze Rechnung ist eh nicht aufgegangen, aber probiert haben sie es halt. Um uns ans Bein zu pinkeln, genau. So wie sie es halt immer machen. Gell? Ja, hat eh alles keine Kraft mehr. Sie schießen sich nur selber noch ein Loch ins Knie. Weil die Polizei hat sich dann entschuldigt, der wäre dann doch nicht gestorben, der Polizist. Na, dann hat es wieder geheißen, ein paar Tage später, er ist dann doch gestorben. Ja, wenn einer einmal liegt, dann glaubt man nicht. Auch wenn er dann die Wahrheit spricht, das Sprichwort kein Mann, oder? Ich glaube sowieso, dass das nur eine False Flag-Aktion war. Das ist meine persönliche Meinung. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Okay. Ja, ist halt so. Diese Geschichten kein Mann. Ja, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu den Banken, weil das ein großes Thema ist. Diese Banken haben ja einen europäischen Stabilitätsmechanismus eingerichtet, wie wir wissen. Und da haben sie ja sämtliche Pleitepapiere der Banken aufgekauft. Das heißt, ich muss ja immer die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmannes wahren. Aber wenn ich halt bewusst schon weiß, dass diese Papiere pleite sind und ich kaufe dann diese Ramschpapiere auf, gell, um die Banken zu retten, gell, und jetzt gehe ich mit ESM her und sage, naja, und jetzt tun wir die ganze europäische Bevölkerung einfach enteignen, gell, obwohl das überhaupt gar keinen Wert gehabt hat, dann ist das fahrlässige Krieder und es ist von Anfang an eigentlich schon Betrug und somit nichtig. Und das haben sie gemacht. Die Planbanken wurden alle gerettet und, ja, und jetzt wollen sie uns quasi alle Werte wegnehmen. Und das habe ich ja alles schon gewusst, das waren ja diese ganzen Pläne, diese Elite. Man holt da junge Männer her aus dem Islam, ne, ausgebildete Söldner, um hier einen Bürgerkrieg zu inszenieren. Ne, und dann kann man eben die europäische Bevölkerung ausplündern. Das war das Ziel. Dann haben wir als erstes vom Staat Steiermark damals das Hilfegesuch beim Militär eingebracht, mit der dringlichen Bitte, unsere Außengrenzen zu schützen. Das österreichische Volk hat gebeten, um die Grenzen zu schützen. Dann hat das Militär angefangen, unsere Grenzen zu schützen. Zwar, wie wir wissen, am Anfang nur sporadisch, aber sie haben es gemacht. Und wir haben auch gewusst, diese ganzen Kriegstreibereien waren jetzt nicht mehr möglich. Dann wollten sie am 6. September eine Notverordnung beschließen. Der Kern hat ständig gesprochen davon in der Zeitung. Eine Notverordnung wegen die Flüchtlinge und das hat geheißen Kriegsrecht. Das haben wir auch schon wieder aufgedeckt und dem Militär gemeldet, ne, dass es zu vermuten ist, dass eben da ein Bürgerkrieg inszeniert werden soll, ne, damit die Blanken quasi die Menschen ausplündern können. Das ist auch gescheitert, das konnten sie jetzt auch nicht mehr durchziehen. Wir haben all diese Pläne ja vorher schon gewusst und durchschaut. Es war alles nicht möglich. Und dieses Geldsystem, das wir da haben, hat überhaupt keinen Wert. Das ist nämlich nur ein Schuldgeld. Und wenn jemand einen Euroschein bei der Hand hat, dann schaut einmal auf, wie was da drauf ist. Da haben wir ein Copyright-Zeichen drauf. Copyright ist amerikanisches Recht. Das heißt, es ist vom Dollar abhängig und fällt der Dollar, fällt der Euro automatisch mit, weil das ist ein Dominoeffekt. Und der Euro ist kein Geld, das ist nur ein Schuldschein, weil alle Menschen müssen sich, also alle Regierungen borgen sich das Geld quasi bei dieser Federal Reserve Bank aus und die verlangt nur dafür,
dass sie das Geld ausleiht, Zinsen. Und somit von Anfang an Schulden. Und diese Schulden können nie getilgt werden. Warum? Weil ja das Geld für die Zinsen gar nie in den Umlauf gebracht wurde. Das fällt im Wirtschaftskreislauf. Das war gar nie da. Und das ist ein Taschenspielertrick. Gell? Weil ich kann nicht sagen zu dir, ich gebe dir jetzt 100 Euro und du gibst mir in einem Jahr 120 Euro zurück, aber die 20 Euro existieren gar nicht. Jetzt musst du hergehen und musst den anderen 20 Euro wegnehmen, damit du mir 120 Euro zurückgeben kannst. Und der andere hat jetzt nochmal 80. Und so ist das ganze Spiel auf der Welt aufgebaut, dass das nie dann ausgeht. Und irgendwann landet dann alles wieder bei den Banken. Und dann gibt es eben die reiche Elite, die lebt davon, dass wir die Zinsen zahlen. Und dann gibt es eben die Masse der Menschen, die quasi diese Zinsen bezahlen müssen. Und hätten wir jetzt nur ein Geldsystem ohne Zinsen, gell, dann würden die Lebensmittel morgen schon um 40% günstiger sein. Mindestens 40%, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Gefällt euch das? Genau, deswegen kriegen wir ein fließendes Geldsystem ohne Zinsen nach dem Wunder von Wörgl. Das hat es in Österreich schon mal gegeben, in Tirol draußen. Und es war übrigens sehr erfolgreich. Und das kriegen wir. Ein Geldsystem ohne Zinsen. Und das ist der Österreicher. Ja, das werden wir jetzt da alles in Auftrag geben. Also das heißt, es wird jetzt der Brief erstellt an die UNO, also an die Besatzer, dass sie Österreich zu verlassen haben. Dann wird eben das Ende des Besatzungsstatutes erklärt. Dann schreiben wir den Brief an die Europäische Union, dass alle Verträge nichtig sind mit sich. Und das nächste ist eben das Geld, was man jetzt der Nationalbank dazu anordnen, dieses Geld zu drucken. Weil wir sind ja jetzt im Völkerrecht und sie sind ja völkerrechtsverpflichtend, wie wir wissen, diese Herrschaften. Menschenrechts- und völkerrechtsverpflichtend sind sie. Und ich habe heute mal zufällig in die UNO-Homepage reingeschaut, weil ich die Adressen rausgeschrieben habe. Und da prangern sie immer, ja, diese Menschenrechte sind so wichtig und das Völkerrecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber uns haben sie das nie zugestanden. Was hilft es, wenn man von Menschenrechten redet, wenn es gar keine Menschen gibt auf der Welt? Wenn man aus den Menschen alle, was im UNO-Konglomerat versklavt sind, plus juristische Personen gemacht hat. Und dann erzählt man den Menschen, ja, es gibt Menschenrechte. Ja, scheint's Märchen. Okay? Und man darf das nicht vergessen, hinter diesem ganzen System steckt nach wie vor die UNO. Und natürlich auch die Besatzer. Die haben zwar Gesetze gemacht, wie Haager Landkriegsordnung, Chefgesetze, Machtbefehle und Kontrollratsgesetze. Und auf der anderen Seite haben sie aber ganz andere Sachen gemacht. Das muss man auch sagen. Okay? Sie haben sich selber nicht einmal ihre eigenen Gesetze gehalten. Was hilft es, wenn man halt ein Gesetz schreibt, wenn man sich selber nicht daran hält? Gar nichts. Gesetze sind nur da, um uns glauben zu lassen, es gibt Gesetze. In Wirklichkeit haben sie immer da, was sie wollen haben. Das ist die Wahrheit. Die Polizisten lachen auch, wenn man sagt, das und das Gesetz gibt es, dann lachen die auch, weil sie ganz genau wissen, dass das in Österreich so war, dass sie immer tun konnten, was sie wollten. Und jetzt ist aber Schluss damit, weil jetzt gibt es wirklich wieder lebende Menschen und jetzt gibt es das Naturrecht und eben das Völkerrecht, was nicht dem Naturrecht widerspricht. Und das ist einzuhalten. Und das werden wir auch einfordern. So, jetzt beginnt eigentlich die Arbeit erst. Gell? Jetzt haben wir gesagt, wir wollten das ja alles in einem Jahr schaffen, das haben wir geschafft. Und jetzt da beginnt das Ganze, weil jetzt müssen wir das ganze Jahr erst reformieren. Es steht ja jetzt alles auf dem Kopf. Das heißt, wir müssen alles 180 Grad umdrehen. Als erstes müssen wir anfangen mit natürlich gesunden Lebensmitteln. Das fängt einmal mit der Landwirtschaft an. Das heißt, wir brauchen wieder Bauern, die wirklich mit der Natur arbeiten, die nur Mikroorganismen, Mineralien und Spurenelemente verwenden, weil sonst da haben wir keine gesunden Lebensmittel.
Weil wenn alles mit Pestiziden gespritzt wird, dann kann keine Gesundheit rauskommen. Das ist so. Dann braucht man natürlich ein neues Schulsystem, natürlich freies Lernen nach den Chetinin-Schulen, wo die Kinder bereits mit 12 Jahren maturareif sind, aber ganz ohne Stress und ohne Druck. Und es macht sogar noch Spaß. Okay? Und dort müssen wir wieder hin, weil die Kinder sollen ja Freude haben beim Lernen und nicht um 4 Uhr nachmittags von der Schule heimkommen und dann haben sie noch immer nichts gelernt und dann sollen sie daheim noch einmal sitzen und lernen. Also wenn sie um 4 Uhr noch nichts gelernt haben, dann lernen sie nachher auch nichts mehr. Wir schicken sie den ganzen Tag in die Schule, wenn sie nachher nichts lernen, weil da können sie gleich daheim bleiben. Ja, das stimmt, genau. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, was wirklich die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, die Menschen sind alle vergiftet, sie brauchen Entgiftungskuren, sie brauchen Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, also diese Nährstoffe, gesunde Lebensmittel, haben wir schon gesagt. Und was noch wichtig ist, dass endlich einmal die ganzen Konflikte wegfallen, wie Existenzkampf, Minderwertigkeitskomplexe, Selbstwertprobleme und was halt sonst noch alles so an Konflikten gibt. Und dann werden ganz viele Krankheiten von ganz alleine verschwinden. Wenn man so herumschaut, die Menschen sind eh alles einfach gestrickt und sie wollen alle einfach nur in Freiheit leben und ihr Leben leben. Aber die Herrschaften haben die Menschen ja nicht leben lassen. Sie wollten immer uns irgendwas aufdrucken. Wie wir zu sein haben, wie wir zu funktionieren haben. Das funktioniert halt auf die Dauer nicht. Okay? Ein Mensch ist nicht dazu geboren, dass man einspürt. Und das Gleiche ist auch nicht mit den Tieren. Das ist so. Wenn und dann einen blauen Himmel brauchen wir. Wir haben uns einen falschen Himmel aufgedrückt. Ja, das kommt danach. Also wenn die UNO mal draußen ist, dann fliegt da oben keiner mehr drüber. Ja, freie Energie haben wir eh schon angesprochen. Da sind eh schon fleißig die Leute an Arbeiten bei uns. Wo ist der Willi? Wo ist er denn heute? Ganz hinten. Ganz hinten. Das wird auch ein ganz wichtiger Punkt sein, freie Energie für alle. Weil wem gehört das ganze Erdöl? Das kann ja nicht sein, dass sich einige wenige anmaßen, dass sie das Recht auf das alles haben. Übrigens, das Erdöl geht nie aus, gell? Das ist uns auch noch eingeredet worden, dass das ausgehen würde. Das ist auch alles nur ein Fake. Das kommt immer wieder nach. Und all diese Panik machen und Angst machen, die werden wir alle abstellen. Das braucht niemand mehr. Fülle für alle, es ist genug für alle da. Trotzdem müssen wir mit den Ressourcen sparen. Das heißt, sie müssen wieder anfangen, dass wir, ja, wie soll man sagen, weniger abholzen, zum Beispiel vom Holz her, und müssen das Ganze mit Hanf zum Beispiel ersetzen. Weil ein Hektar Hanf würde 4 Hektar Wald ersparen zum Beispiel. Okay? Für die Papierindustrie. Das Gleiche ist auch mit der Bekleidung. Wir brauchen auch wieder eine gesunde Kleidung und nicht die ganzen Chemikalien, was eben das ganze Wasser und alles vergiftet. Baustoffe. Ja, Baustoffe auch natürlich, ist klar. Gut, ich glaube, wir machen eine kleine Pause. Ja? 10 Minuten, Viertelstunde? Gut. Schon wieder ihre Gedanken machen und wieder Sorgen machen, habe ich gerade draußen wieder ein paar Reden gehört. Ja, wie machen wir das jetzt und wie setzen wir das Ganze jetzt um? Und
wie wird das Ganze werden? Also grundsätzlich sage ich immer, wir müssen uns selber helfen. Das heißt, jeder einzelne von euch ist gefragt, dass er da jetzt mitwirkt, dass er eben seine Ärmel schön aufstrickt, gell? Und dass wir an die Arbeit gehen. Weil warten können wir nicht, dass jetzt jemand kommt, der uns rettet. Sondern wir sind immer für alles, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun, selber verantwortlich. Gell? Also das heißt, wir sind alle selber gefragt, das Ganze umzusetzen. Und ich habe es eh schon mal gesagt, das ist ein Blatt Papier, ein weißes. Und ein bisschen was haben wir schon aufgeschrieben. Aber jetzt habt ihr alle gefragt, gell, dass jetzt das entsteht, so wie wir es haben möchten. Gell? Das heißt, jeder Einzelne ist daran gefragt, mitzuwirken. Und dann können wir wirklich das Paradies auf der Erde schaffen, was wir haben wollen. Und wenn wir warten auf einen Retter, den wird es nicht geben. Einen Retter, dann gibt es Sechsens und Rattenfänger. Und ich habe immer gesagt, für die Menschheit steht ganz viel auf dem Spiel. Entweder werden wir jetzt frei, dass wir wirklich in Freiheit leben dürfen, so wie wir jetzt alles vorbereitet haben, oder wir werden wieder versklavt in einem neuen System. Nein, und dann kommt der Rattenfänger und der sagt euch dann, wie es geht. Das heißt, die Menschen müssen endlich aufstehen und etwas verändern, und sonst ändert sie nichts. Und die Veränderung beginnt bei jedem Einzelnen, bei sich selbst. Genau. Ich muss mich selber ändern und dann ändert sich auch alles andere. Okay? Das heißt, es ist immer ein Weg zu sich selbst einmal. Das heißt, ich muss mich einmal selber kennenlernen, mit all meinen Fehlern, Stärken, Schwächen, alles, was ich habe, mich auch genauso annehmen und lieben lernen, wie ich bin. Und dann kann man auch nach außen gehen und anderen Menschen helfen. Okay? Und dieser Weg ist immer eine Baustelle, hat jeder, und das ist einmal seine eigene. Und diese eigene Baustelle mal zu lösen. Und das Ganze, was wir da gemacht haben, da ist ein riesengroßer Bewusstseinswandel notwendig. Okay? Weil wir können nicht gleich weiter tun, dann wird sich nichts ändern. Das heißt, wir müssen einfach umdenken. Wir müssen schauen, dass wir auch wieder mit der Natur arbeiten, weil ohne Mutter Erde geht gar nichts, weil die Erde kann schon leben ohne uns, aber wir ohne die Erde nicht. Es ist so. Vielleicht hat der Jakob später Zeit, dass er sein schönes Gedicht vortragt von der Erde. Also, jeder einzelne von euch ist die Veränderung. Und ihr braucht nicht Angst haben vor irgendwelchen Medien oder vor irgendwelchen Innenminister, die irgendeinen Blödsinn rein und uns einschüchtern wollen. Die haben uns eh lang genug angelogen, die haben uns lang genug hinter das Licht geführt und irgendwann ist einmal Schluss. Nur sind sie jetzt munter geworden und der Aufschrei war nämlich der, dass sie draufgekommen sind, dass sie jetzt nichts mehr zum Reden haben. Weil vorher haben sie es gar nicht gewusst. Und wie die Verstaatlichung ausgegangen ist, hat es geheißen, sie lachen über uns. Ich sage, ja, das ist schön, dass sie über uns lachen, weil sie lachen gerade über ihren eigenen Untergang und wissen es nicht. Genauso war es. Sie haben es nicht gewusst. Mittlerweile wissen sie es. Und natürlich, ich habe auf Facebook eingeschrieben, nicht? Dass unsere Politiker dann auch um 1 Euro arbeiten, vielleicht im Pflegedienst oder oder im Straßendienst, gell? Oder bei WC-Reinigungen helfen und so. Ja, es war schon so gemeint, jetzt, wie es ihr empfindet, das war eigentlich war Sarkasmus, es war lustig gemeint von mir, aber auch mit Absicht, um ihnen einfach einmal den Spiegel vor das Gesicht zu halten, wie sie mit ihrem eigenen Volk umgehen. Weil das muten sie nämlich allen Gefängnisinsassen auch zu. Da muss man sich mal überlegen. Nicht? Und da hat mir einer angerufen, ganz erbost, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen, um Gottes Willen. Ja, warum darf man denn nicht einmal einen Spiegel zahlen und sagen, hallo, was macht ihr mit anderen Menschen? Sind das bessere Menschen wie mir? Also jeder Mensch ist einmal gleich viel wert.
Gell? Weil wir sind alle Kinder des Schöpfers und es gibt kein Besser und kein Schlechter, sondern wir sind alles Menschen. Gell? Und jeder Mensch hat auch verdient, gleich gut entlohnt zu werden, weil jede Stunde von Menschen ist gleich viel wert. Gell? Das ist auch ganz wichtig. Ja, und dass wir halt einfach aufhören einmal, uns gegenseitig zu verletzen. Weil ich kann ihm nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen. Und es muss euch auch bewusst sein. Passt auf eure Gedanken auf. Noch wichtiger in der neuen Zeit, passt auf eure Gefühle auf. Okay? Die Gefühle haben viel mehr Kraft wie die Gedanken. Okay? Alles, was ihr fühlt. Und wenn ich Freude spüre und wenn ich Liebe spüre, dann kann mir nichts aufhalten. Es ist so. Und das hohe Bewusstsein, das fährt einfach weiter. Und ein niedriges Bewusstsein, ja, ist zwar schön, dass es da ist, aber das hat keine Kraft. Auf die Liebe hat es keine Kraft. Und Angst ist nur die Abwesenheit von Liebe. Und wenn du einmal Angst spürst, dann geht es einmal in die Angst ein und dann spürst du es einmal. Ihr werdet sehen, sie löst sie nur auf. Es ist nur Illusion. Und sie haben es uns eingeredet, von klar auf schon. Du musst Angst haben vor den, vor den, vor den, vor den. Und wenn ich von Haus aus gehe, kann ich auch schon durchziehen, glaube ich, fliegen beim Dach. Kann ich auch schon hin sein. Ja, ist so. Ja, es ist so. Es sind immer diese engen Grenzen, wo der Mensch sich bewegen darf, drei. Wenn du rausgehst, das könnte schon Angst machen. Okay? Wir brauchen vor gar nichts Angst haben. Das Leben verändert sich jeden Tag. Und das merkt man seit einem Jahr, weil es ist kein Tag gleich gewesen in dem Jahr. Und es war jeden Tag eine Herausforderung. Aber man ist glücklich, weil einfach was passiert und nicht jeden Tag das Gleiche. Die meisten Menschen leben ja gar nicht mehr. Gell? Die Menschen sollen ja das tun, was ihnen Spaß und Freude macht. Und das, was sie gern tun. Und dann braucht nicht einer denken, wann gehe ich endlich in Pension. Weil der will gar nicht in Pension gehen, weil der macht, das macht ihm alles frei, was er macht. Und genau dort müssen wir wieder zurück. Jetzt sagen alle, Mami, ist das schon wurscht, das System, ich gehe schon in Pension. Weil das kann es nicht sein. Was leben wir unsere Kinder vor? Und die sehen alles und die kriegen alles mit. Und es hat noch nie so intelligente Kinder gegeben wie heute. Gell? Nur sind sie mit Dingen konfrontiert, die sie mit ihrem Alter noch gar nicht verarbeiten können. Das heißt, sie kriegen viel zu viel von den Erwachsenen mit. Das, was uns eigentlich als Kinder gar nie geschert hat, das kriegen die Kinder halt alle mit und können diese Dinge aber auch gar nicht tragen. Das heißt, wir müssen auch die Kinder wieder Kinder sein lassen. Gell? Dass sie auch wieder mehr spülen dürfen und nicht immer nur lernen müssen. Sie lernen ja auch beim Spielen. Und vielleicht sogar noch mehr wie beim Lernen. Gut, dann gebe ich euch noch mal kurz an Jakob. Der tragt euch das tolle Gedicht vor. So, danke, dass ich euch ein kleines Gedicht vortragen darf. Ich habe einen Teil, ein paar habt ihr eh schon gehört, wie es ausschaut. Es hat sich jemand Gedanken gemacht über die Welt und auch über unsere liebe Erde. Und da wurde das Gedicht kreiert mit dem Titel Die Erde spricht. Und wenn ich darf, dann trage ich es euch jetzt vor. Gut. Die Erde spricht. Ihr Menschen, ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet. Seit ewig habe ich euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben. Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht, lang hieltet ihr das Gleichgewicht. Habt urban mich gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt. Doch in den letzten 100 Jahren ist der Satan wohl in euch gefahren. Was in mir schlummert, wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt. Ihr bohrt nach Öl an 1000 Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, umkreist mich sinnlos Tag und Nacht. Seid stolz, wie weit ihr es gebracht. Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbaren Lebensraum zerstört, habt Pflanzen, Tiere ausgerottet. Wer mahnt, der wird von euch verspottet. Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht die Natur.
Darum werde ich jetzt Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich verletzen. Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben. Schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Strände überziehen. Vulkane werden Asche speien, verdunkelt wird die Sonne sein. Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen. Und was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet. Und Blitze, wie ihr sie nicht kennt, lass fahren ich vom Firmament. Ich könnte es noch viel Ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben. Hört Menschen, was die Erde spricht, denn ihr braucht sie, sie braucht euch nicht. Es gibt ja noch das Gedicht von Es ist alles nur geliehen. Ja, dann hat sich noch jemand einen Gedanken gemacht über die Menschen und all das, was sie sich schaffen. Und da ist auch ein kleines Gedicht und wenn ihr wollt, trage ich das auch noch vor. Und es hat den Titel, es ist alles nur geliehen. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen sehr viel Spaß. Jeder möchte mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Doch keinem kann es etwas nützen. Es bleibt alles einmal hier. Jeder hat oft das Bestreben, etwas Besseres zu sein. Er schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Denn alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, die sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben und freut euch neu auf jeden Tag. Wer weiß auf unserer Erdenkugel, was der Morgen bringen mag. Und freut euch auch an kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Denn es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Und wenn man diese Philosophie, diese Gedichte ein wenig verfolgt und sie einfließen lässt, dann kommt man darauf, dass mit der Liebe, mit der Herzlichkeit, mit der Bescheidenheit, mit der Freundlichkeit und mit der Wahrheit, wie es uns die Monika aus der Familie Unger immer wieder in ihren Vorträgen und in ihren Themen aufzeigt, das ist die einzige Möglichkeit, wirklich in diesem Leben ein schönes Leben führen zu können und im Einklang mit der Natur und ihren Lebensvorgaben, mit den biologischen Lebensgrundlagen, die wir schonen, die wir zu schonen haben und eben mit der Erde und mit uns alle gemeinsam, wenn wir das miteinander tun und diese Erde wirklich schonen und mit ihr behutsam umgehen, dann werden wir, unsere Kinder, Kindeskinder und ihr alle ein wunderschönes Leben haben, ein gesundes Leben haben, ein langes Leben haben. Und wir werden uns, von mir aus gesehen, werde ich es nicht mehr hinnehmen, dass ich mir von dieser Politik, von dieser alten, eingefahrenen Politik, noch irgendetwas vorgeben lasse. Für mich ist die Mission der Monika aus der Familie Unger die einzige Möglichkeit, hier ein anderes Leben zu führen und in das goldene Zeitalter umzusteigen. Und dafür bedanke ich mich noch einmal bei dir, liebe Monika. Dankeschön. Es gibt dann einen kleinen Spruch, der heißt, was nützt dir ein Nerz, wenn dir kalt ist ums Herz? Was nützt dir viel Geld, wenn die Gesundheit dir fehlt? Was nützen dir Brillanten und Edelsteine, wenn du einsam bist und alleine? Was nützt dir eine Reise um die Welt, wenn dir die Geborgenheit fehlt? Darum denke immer daran, nimm die Liebe, die Herzlichkeit und die Zufriedenheit an. Dankeschön. Und jetzt möchte ich nur noch kurz sagen, bitteschön, es wird euch immer wieder passieren, dass das alte System euch ein wenig sekiert und euch ein bisschen moppeln will, wie es die Monika immer sagt, so lieb.
Und dann tut es einfach das, was ich auch immer sage, ein Lächeln, ein freundliches, liebes Lächeln, was ihr an den Tag legt und nicht in die Psychoschiene hineinfahren, lasst keine Aggressionen hochfahren, denn sie sind darauf aus, euch in die Psychoschiene hineinzumanövrieren. Das ist ihre Taktik und sie wird sie immer wieder tun. Wir haben erst heute, ich habe erst heute gehört, vor kurzem, dass der Herr Innenminister, glaube ich, auf der Ebene sich bewegt und all diese Dinge in diese Ebene hineinmanövrieren will. Nur er, der liebe Herr Innenminister, möge auch sich selbst einmal beleuchten, denn er ist auch ein Teil von Österreich. Er hat Verantwortung übernommen von uns allen. Er hat die Verantwortung von uns Menschen bekommen und hat Politik für das Land und für das Volk zu machen gehabt. Aber das hat man alles unterlassen und seine Vorgänger auch. Und darum kann ich nur noch mal sagen, ich werde hier nicht mehr mittun. Ich werde den Weg von unserer lieben Monika gehen und ich werde sie so lange unterstützen, solange sie mich braucht. Und ich werde mit ihr und ihr allen, mit euch allen, ihr seid die Mitpioniere, ich wiederhole mich jetzt nochmal, jetzt dürft ihr auch für euch, für eure Kinder, Kindeskinder, für eure Onkel, Tanten, Schwestern und all das, dürft jetzt mit eure Vorbereitungsarbeiten und eure Pionierarbeiten ausüben. Und Dankeschön, dass alle da seid und ich würde mich freuen, wenn es dann zur Weihnachtsfeier auch noch kommt. Die Weihnachtsfeier ist am 9. Dezember auch hier im Brauhaus Bundigam und ich würde mich freuen, wenn Sie alle wieder da seid und noch ein paar mitbringt. Das ist schön. Und in dem Sinn sage ich Dankeschön für alles. Und die Brigitte schickt es aus, die Einladung. Ja, und die Brigitte wird die Einladung rausschicken. Ja. Dann alles Liebe noch für euch, viel Freude und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Können wir wieder umstecken? Das passt. Ja, super. Ich habe mir das Video angeschaut jetzt vom Vorarlberger, vom Thomas. Und ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe dann müssen reden, weil das so schön war. Weil einfach überall die Leute einfach schon den Weg gehen mit der Liebe, mit der Herzlichkeit. Und sie haben gesagt, ja, sie haben jetzt da abgestimmt. Die Monika aus der Familie Unger ist zwar nicht da, aber ihre Energie ist da. Also es war so schön. Und ja, ich kann nur auch an euch wieder weitergeben. Danke, danke, danke. Sonst waren wir nicht da, wo wir sind. Und ja. Wenn ich einmal sprachlos bin, dann hast du was. Ich sag's euch. Es gibt es nämlich selten. Nein, es ist gar keine Aufregung. Es ist so überwältigend und wir haben das wirklich alles in einem Jahr geschafft. Und ja, ich bin gestern daheim auch noch ein bisschen, habe ich meditiert und dann habe ich mir gedacht, unvorstellbar eigentlich. Unvorstellbar. Wir haben ein System, das immer kälter geworden ist und das eine Jahr einen reinen Faschismus installieren wollte. Komplett ausgehebelt, nur mit Wahrheit, Licht und Liebe. Und wir fahren wie ein Schnellzug und dieser Schnellzug, da fliegt alles davon, was nicht dem Licht und der Wahrheit und der Liebe entspricht. Aber so mit einer Rakete, dass sie gar nicht mit dem Schaum mitkommen. Ich möchte es nur noch mal weitergeben. Holt zusammen, vernetzt euch, helft euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig. Der Karl war jetzt da, er hat ein Schreiben von mir gebraucht. Ja, meine Mau hat gerade mit der Heizung herum da, hat ihn gebraucht, dass er gerade entlüften hilft. Und helft euch gegenseitig wieder. Und es wird einfach wieder viel mehr Menschlichkeit entstehen. Okay? Weil das Blatt Papier haben sie nur benutzt, um uns alle zu versklaven. Und jetzt für den Übergang werden wir ja noch das Geld brauchen, weil die Menschen noch nicht so weit sind. Aber wenn sie es irgendwann einmal verstanden haben, werden wir vielleicht irgendwann gar kein Geld mehr brauchen. Aber die Menschheit ist noch nicht so weit. Also es wird sicher einmal 10 Jahre jetzt ein Übergang notwendig sein, dass wir eben dorthin kommen. Okay? Und ich sage immer, der Wert hinter dem Geld seid ihr die Menschen. Okay? Und lasst euch nie mehr was anderes einreden.
Gell, weil die gehen nur dahin dummi, haben einen Kopierer und drucken das Papier. Und dann geben sie aus und dann sagen sie, das hat einen Wert. Und der Wert war immer nur eure Lebenszeit und eure Lebensenergie. Von der haben sie sich ernährt. Gell? Und deswegen darf das Geld in Zukunft nur mehr der Staat ausgeben. Ich habe müssen so verlachen, weil wir schaffen es ja in Österreich nicht einmal eine Bundespräsidentenwahl korrekt abzuwickeln, oder? Jetzt haben sie müssen ein zweites Mal eine Wahl ansetzen, dann haben sie dort wieder nicht, also wieder, sind sie wieder nicht fähig gewesen, diese Wahl durchzuführen. Jetzt haben sie einen dritten Termin schon angesetzt. Jetzt haben sie schon wieder angefangen, naja, es sind zur gleichen Zeit die Glühweinstände. Das könnte ja sein, dass die Wähler nicht mehr ins Wahllokal kommen, weil sie lieber Glühwein trinken. Ja, ist halt so. Monika, wiederholen, ich habe wahrscheinlich eine Frage, die viele beschäftigt. Wie sollen wir uns verhalten, ja, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, jetzt bin ich endlich ein lebender Mensch, ja, und die Staatsgewalt bricht auf uns herein? Also in einer Demokratie und einem Rechtsstaat geht ja die Staatsgewalt vom Volke aus. Und nicht von einer Regierung, die Staatsgewalt auf das Volk ausübt. Das läuft ja genau verkehrt. Gell? Also so steht es aber auch in die ganzen juristischen Wörterbücher. Wenn der Polizist, gell, vor der Tür steht, ja, zum Beispiel. Wenn der Polizist vor der Tür steht, dann soll er sich einmal ordentlich legitimieren, dass er überhaupt ein staatlicher Beamter ist. Und das ist er ja nicht, er ist ja nur angestellt bei einem Unternehmen. Genau. Also nur nicht in die Hosen machen, sondern lacht es einfach auch. Sagst, ich bin im Naturrecht und im Menschenrecht und im Völkerrecht daheim und Sie sind im Handelsrecht und ich nehme keine Angebote Ihres Unternehmens an. Und was kann am schlimmsten passieren? Dann nimmt euch einen Posten mit. Und dann sagen wir das Gleiche. Also ich habe keinen Vertrag mit Ihnen, unterschreibe Ihnen nichts und ich kann nichts machen, wenn Sie nichts unterschreibt. Was soll ich denn tun? Immer wieder das Gleiche. Ich habe keinen Vertrag, ich bin ein lebender Mensch, aus Fleisch und Blut. Irgendwann wird es ins Blöd und sagt, wissen Sie was, ganz rum. Nur nicht frech sein. Frech sein tut man nicht und unverschämt sein tut man nicht. Aber das tut ja ein souveräner Mensch sowieso nicht. Wir sind immer freundlich und klären immer auf über die Rechtslage, oder? Warum? Jetzt ist er fort. Aber ich denke, du bist schon gefallen. Übrigens auch, wenn ihr Polizeikontrolle habt. Hört auf mit dem Blödsinn, dass ihr nur die Scheibenspalt aufmacht, sondern steigt aus, redet ganz normal mit sie. Dann schauen sie her, sie wissen nicht ganz genau, dass sie das nicht dürfen. Ich bin ein lebender Mensch, aus Fleisch und Blut, sie sind im Handelsrecht. Dann will er seinen Führerschein haben. Sag ich, ja, das ist schön, dass sie einen Führerschein wollen, aber ich habe keinen Vertrag mit ihnen und ich will auch keinen. Und wenn ich meinen Führerschein aushändigen würde, hätte ich einen Vertrag mit ihnen. Dann gebt ihr ihm die Autoritätskarten ganz kurz, zackt es hin und steckt es gleich wieder ein. Ihr seid nicht verpflichtet, dass ihr ihm das in die Hand gebt. Gell? Weil dann kann er es einstecken und wegnehmen. Gell? Also nur kurz und weg. Und außerdem haben wir keine Bier damit. Genau. Ich glaube, es wird sich sowieso jetzt verändern in Österreich. Und macht euch nicht immer so viel Gedanken und Sorgen, was morgen sein wird. Wir leben jetzt. Jetzt ist wichtig. Und immer das Jetzt und das Jetzt und das Jetzt. Und die Leute machen sich immer so viel Gedanken, was wird irgendwann noch mal sein. Ja, es kommt eh. Es kommt eh alles auf uns zu, wie es kommen soll. Okay? Und ich denke immer so, ich erwarte mir jeden Tag, dass es besser wird wie gestern. Das ist immer eine Einstellung. Denkt nicht so viel über die Vergangenheit nach, weil die kommt eh nicht mehr, die ist schon vorbei. Lasst es einfach in Liebe los. Gell?
Wir sind jetzt da daheim, jetzt da, und alles, was jetzt ist, findet statt. Und wenn Sie jetzt nicht glücklich sein können, dann können Sie nie glücklich sein. Weil die Vergangenheit gibt es nicht mehr und die Zukunft gibt es auch nicht. Es gibt nur das Jetzt. Also, jetzt sind wir da. Monika, darf ich noch mal fragen? Ja, ich bin schon wieder. Ja, dann frag. Was wir brauchen, ist einfach Gewissheit, ja? Background. Ja? Das heißt, wenn wir mit irgendwelchen Geschichten konfrontiert werden, dann wollen wir halt einfach legitim und einfach im Hintergrund. Ja, da kommt dann echt dazu meine Stammtische, weil heute ist ja natürlich das Österreich-Treffen, das ist jetzt nicht so wie jeder Stammtisch. Dann kommst du zum Stammtisch, da erkläre ich dann immer alles genau und da kommst öfter und dann wirst du eingewachsen und dann weißt du ganz genau das Background. Dann hast du einen Hintergrund und die Sicherheit. Und die Sicherheit, die kommt immer von uns selbst, weil es gibt im Außen keine Sicherheit. Die Sicherheit kann ich nur mir selber finden. Jeder Einzelne von euch. Das Leben verändert sich täglich. Und ich kann mir selber vertrauen. Und das geht's. Geht's einmal ins Vertrauen. Und es ist ja kein Wunder nicht. Wir sind so oft hintergangen geworden, so oft belogen worden und getäuscht geworden, dass man fast kein Vertrauen hat. Aber das ist ein Lernprozess. Man muss auch ein bisschen ein Vertrauen haben ins Leben. Okay? Und dann funktioniert's. Und die ganzen Sorgen und Ängste, die blockieren euch ja nur. Wir haben Diskussionen jetzt geführt vor einem Regelwerk. Auf einmal hat es intern Diskussionen gegeben. Ja, hin und her. Aber wenn wir die Diskussionen am Anfang schon gehabt hätten, dann wären wir nie so weit gekommen. Das heißt, wir haben am Anfang nie über solche Sachen diskutiert. Aber jetzt, beim Regelwerk, haben solche Diskussionen angefangen. Warum? Weil das Vertrauen nicht da war. Oder noch nicht so stark war. Und es ist bei jedem Einzelnen. Vertraut sie euch selber? Genau, dann kann man auch andere Menschen vertrauen. Es ist immer diese Kontrollsucht, was man hat. Und es geht immer ein paar Schlitzohre geben. Das ist so im Leben. Aber nur weil ein Schlitzohr mir mal hintergangen hat, kann auch nicht mein ganzes Leben jetzt glauben, dass alle anderen auch Schlitzohr sind. Es ist halt so. Er wird sich selber wieder ernten, weil wenn er Schlitzohr war, dann kriegt er es eh wieder zurück, weil das Leben ist ein Bumerang. Alles, was ich aussende, kehrt irgendwann zurück. Okay? Weil er betrügt sich in Wirklichkeit eh selber. Okay? Macht nichts. Und diese kleinen Stolpersteine kehren auch zum Leben dazu. Und die machen uns ja, wie wir wissen, alle nur stärker, oder? Und wer nicht einmal hingeflogen ist, der, ich sage immer, Fliegen ist kein Schand, aber man muss halt wieder aufstehen. Okay? Und meine Oma hat immer gesagt, gescheit sein brauchst du nicht, aber zum Helfen musst du wissen. Weil die ganze Welt ist super gescheit, aber wir sind am Abgrund. Also die Gescheitheit hat uns nirgends hingebracht. Okay? Das heißt, es ist ein Rückschritt notwendig. Wir brauchen nicht so viel Wissen, wir müssen was tun, dass sich was ändert. Das ist viel wichtiger. Und ich kann es euch noch nicht sagen, wie es weitergeht. Weil wenn es kommt, dann kommt es. Dann passt es eh. Und wir gehen den Weg einfach jetzt konsequent weiter. Und ich weiß, dass es super schön werden wird. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt schließen. Bleibt es mir da, unterhalt es euch. Und alles Liebe und vielen lieben Dank. Danke.